Was steht hinter dem Begriff Hinzuverdienst zur Altersrente? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Das Gesetz schreibt vor, dass Einkommen auf eine Altersrente unter bestimmten Umständen anzurechnen ist, damit man diese Altersrente als Vollrente bekommt. Und diesen Begriff nennt man Hinzuverdienst. Und zwar zu einer Altersrente. Und wir haben drei Arten des Hinzuverdienstes, und zwar das Arbeitsentgelt, das Arbeitsentgelt ist das Einkommen der Arbeiter, der Angestellten mit sozialversicherungspflichtigen Einkünften, zum Beispiel aus einer versicherungspflichtigen Beschäftigung oder aber auch aus einem Minijob und so weiter. Das heißt Arbeitsentgelt als nächste Einkommensart zum Hinzuverdienst haben wir das sogenannte Arbeitseinkommen. Das Arbeitseinkommen mache mal hier noch ein Ausrufezeichen hin, damit das klar ist und hier noch so ein Anschlag. Und das Arbeitseinkommen ist das Einkommen der Selbstständigen oder aus selbstständiger Tätigkeit. Das heißt also, hierhinter verbirgt sich nichts anderes als der steuerrechtliche Gewinn aus einer selbstständigen Tätigkeit. Das kann zum Beispiel eine gewerbliche Tätigkeit sein, eine gewerbliche Vermietung oder Verpachtung oder aber auch Einnahmen aus einer Photovoltaikanlage oder Einnahmen aus einem Gewerbebetrieb. Als nächste Einkommens- oder Hinzuverdienstart, und das ist die nächste, die letzte auch, die sogenannten vergleichbaren Einkommen. Vergleichbare Einkommen. Dahinter verbirgt sich nichts anderes, als dass zum Beispiel Beamte, Abgeordnete Versorgungseinkünfte haben oder Altersruhegelder bekommen und so weiter und so fort. Das sind Arbeitseinkommen oder Arbeitsentgelte, vergleichbare Einkommen. Das ist damit gemeint. Das heißt also, hinter dem Hinzuverdienstbegriff verbergen sich Arbeitsentgelt, Arbeitseinkommen und vergleichbare Einkommen. Er ist ein deutlich engerer Begriff als zum Beispiel der Einkommensbegriff bei der Einkommensanrechnung auf eine Hinterbliebenenrente. Da ist das alles viel weiter gefasst und da haben wir viel mehr Einkunftsarten als hier zum Beispiel. Keine Einkommen im Sinne des Hinzuverdienstes sind zum Beispiel Betriebsrenten oder anderweitige Renten oder zum Beispiel Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung, die nicht gewerblich sind. Ein ganz großes Thema bei dem Arbeitsentgelt sind zum Beispiel auch Abfindungen. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Abfindung erhalte für den Verlust meines Arbeitsplatzes, zählt das auch nicht als Arbeitsentgelt. Wenn ich aber eine Abfindung erhalte und da sind noch Lohnbestandteile mit drin, dann zählt es wiederum als Arbeitsentgelt und wird auf die Rente unter bestimmten Bedingungen angerechnet. Und zum Schluss gibt es eine Regelung, die heißt, wenn Arbeitsentgelt oder Arbeitseinkommen oder vergleichbare Einkommen vorliegen, das ist als erstes zu prüfen, muss natürlich dieses Einkommen als Gesamteinkommen die Grenze von 6.300 Euro im Jahr überschreiten, damit es überhaupt auf eine Altersrente als Vollrente angerechnet wird. Wenn ich also mehr als 6.300 Euro habe, wird dann die Altersrente nach bestimmten Berechnungsregelungen gekürzt. Ja, so sieht der Hinzuverdienst aus und damit ist auch klar, dass immer als allererstes zu prüfen ist, ob überhaupt anrechenbarer Hinzuverdienst vorliegt. Näheres zum Thema Hinzuverdienst auf eine Altersrente finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.